21. September, Welt-Alzheimer-Tag. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Martina Große-Mogenbeck. Frau Mogenbeck, wo genau sind wir hier? Wir sind hier im alten Zentrum am Schwesternpark in den Feierabendhäusern und befinden uns jetzt hier gerade auf dem Bereich der Dorfstraße. Das ist unser geschützter Wohnbereich, wo 24 Bewohner mit einer mittelschweren oder schweren Demenz leben und eine ausgeprägte Hinlauftendenz haben. Also von daher ist es so, dass die Bewohner hier einziehen mit einem Unterbringungsbeschluss. Für uns ist es aber wichtig, dass das nicht geschlossene Unterbringung ist, sondern wirklich ein geschützter, behüteter Wohnbereich, wo die Menschen sich frei bewegen können, viel laufen können, wie man das hier schon sieht. Das ist eine Dorfstraße, man sieht es am Fachwerk mit der Beleuchtung für in der Nacht, dass Laternen da sind, dass man eigentlich Dächer auch sieht und die Bewohner so das Gefühl haben, sie kommen aus ihren Häusern oder ihren Wohnungen und sich wirklich wohlfühlen. Das ist uns sehr wichtig und hier befinden wir uns gerade auf einem Teil der Dorfstraße. Also so eine Art Beheimatung dann. Genau. Ja, ja. Alzheimer oder andere demenzielle Erkrankungen, das ist ja, muss man ja sagen, ein sehr tiefer Einschnitt, nicht nur für die betroffenen Menschen, sondern auch für die Angehörigen. Das ist auch eine schlimme Diagnose, das ist auch mit Ängsten verbunden und auch mit Sorgen. Was machen Sie hier genau für die Menschen mit einer demenziellen Erkrankung? Wir können ja schon mal gucken, wie ist es beim Einzug? Da kriegen wir natürlich ganz viel mit, was ist im Vorfeld zu Hause passiert. Wenn wir die Menschen hier aufnehmen, die Bewohner, dann ist die Erkrankung ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Und im Vorfeld haben die Angehörigen ja viel mit ihrer Mutter, ihrem Vater zum Beispiel erlebt, haben sie gepflegt und versorgt und haben natürlich auch mitgekriegt, was passiert bei so einer Demenz, wie verändert derjenige sich. Sie haben ganz viel miterlebt, ganz viel mit Trauer und Verlusten. Die Menschen merken ja am Anfang ganz deutlich, irgendwas passiert da mit mir und sind verzweifelt. Und viele Angehörige merken es erstmal gar nicht, bis so eine Diagnose dann überhaupt da ist und versuchen zu Hause alles Mögliche zu schaffen. Und wir haben oft viele Frauen, die ihre Männer zum Beispiel gepflegt haben, die dann schon am Rande waren und einfach überhaupt nicht mehr konnten. Und dann ist so der Schritt hierhin, wenn dann noch eine Hinlauftendenz dazukommt, auch meistens über eine Krankenhausbehandlung. Und dann brauchen diese Angehörigen erstmal ganz viel Gespräche, seelsorgerliche Gespräche, weil die einfach völlig fertig sind und haben alle immer Angst, jemanden abzugeben und müssen uns ja auch vertrauen, das heißt, wir müssen ganz viel Vertrauen aufbauen, dass wir denjenigen auch gut versorgen. Das ist so gerade am Anfang. Und wenn die Menschen dann bei Ihnen hier längere Zeit leben, haben Sie besondere Angebote noch für diese Menschen? Ja, also da ist erstmal ganz wichtig, die Biografie desjenigen zu kennen. Was mag derjenige gerne, was sind Vorlieben, was sind Abneigungen? Gerade die Hinlauftendenz, also wie gesagt, ganz wichtig, dass sie hier erstmal viel sich bewegen können, dass wir gucken situativ, welche Angebote mögen sie, das kann sich jeden Tag auch verändern. Bewegung ist immer was ganz Tolles, auch Bewegungsübungen, Gymnastik in Kombination mit Musik, also da kann man diese Menschen immer wunderbar abholen, Spaziergänge nach draußen, also solche Sachen sind erstmal super wichtig. Dann, was hier zum Beispiel auch ist, auch die medikamentöse Behandlung, dass wir hier so wenig wie möglich an Medikamenten geben, das heißt, was man oft so sieht, dass immer einer dann da sitzt und ist immer müde und schläft und kann sich nicht mehr bewegen, ist hier eher selten, weil wir nicht so viel Medikamente geben müssen und daher die Aktivität einfach nochmal mehr gefördert werden kann. Ja, das heißt, der individuelle Mensch mit seinen Vorlieben oder auch mit seiner Geschichte, der steht einfach im Vordergrund. Ja. Ja. Das ist eine Arbeit, die sehr wichtig ist, die aber ja auch eigentlich ja im Verborgenen stattfindet. Davon kriegen die Menschen draußen, wenn sie nicht gerade persönlich betroffen sind, sehr wenig mit. Genau. Haben Sie einen besonderen Wunsch noch, wenn Sie so an Ihre Bewohnerinnen und Bewohner denken, was Sie sich für die wünschen?
Also was ich mir wünsche, ist natürlich klar, dass es in den Medien auch nach draußen nochmal geht, dass es auch gerade Menschen mit Demenz haben nach wie vor ihre Persönlichkeit, dass man die anerkennt, dass man die auch wertschätzt, auch natürlich in der Gesellschaft, so wie auch hier auf dem Bereich, dass man wirklich mit ganz viel Liebe da auch umgeht. Das ist natürlich hier ganz, ganz wichtig, auch mit den Mitarbeitern. Da geht es ja auch weiter, dass auch Pflegepersonen sich gerade für diese Arbeit auch interessieren und keine Angst haben. Also viele haben ja Angst und denken, das ist irgendwas, was nicht gut ist und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ganz wichtig ist immer Liebe, Fürsorge, Wertschätzung, dass man die Menschen mag, sie in den Arm nimmt und dann kann man ganz, ganz viel auch erreichen. Und natürlich würden wir auch gerne weiter beraten und auch die Angehörigen ist auch immer wichtig, die mitnehmen, einbeziehen, weil die sind oft auch so hilflos und wissen dann auch nicht, was kann ich denn überhaupt tun, was soll ich denn tun? Und da gibt es oft ganz, ganz viele Sachen, was die wirklich hier auch noch machen können. Dann herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in Ihre Arbeit hier vor Ort in der Dorfstraße.